Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Neo Scavenger mit mir und dem verzweifelten Philipp. Quatsch. So, ich muss erstmal schauen, wo war ich jetzt gerade? Ist schon ein paar Tage her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich schiffere ein kleines bisschen. Ich bin durstig. Das ist nicht so ideal. Gut, dann werde ich wahrscheinlich einfach mal ein kleines bisschen Wasser trinken. Empty out. Ich schätze, das war auch genau das, was wir machen wollten. Frage ist, wie viel Wasser haben wir noch insgesamt? Nicht allzu viel. Gut, wir werden unseren Weg auf jeden Fall ganz normal fortsetzen. Kleine Teile. Ach so, und Stöcke haben wir, den Stock haben wir gar nicht mitgenommen, ne? Letztes Mal. Gut, also beziehungsweise nicht so gut. So, dann nehmen wir alles an Wasser mit, was geht. Ich bin mal gespannt. Also Pain geht einigermaßen. Ich glaube, wir müssten wirklich irgendwann auch einfach rasten. Das wird wahrscheinlich auch einen sehr, sehr positiven Effekt hier auf den Zustand unserer Füße haben. Es wäre doch echt toll, wenn diese Blasen mal abheilen würden. Ach so, und wir haben noch irgendwie... Haben wir gecampt? Tatsache. Da ist ja noch unser ganzes restliches Zeug. Gott sei Dank habe ich das jetzt nicht vergessen. Mensch. Oder wollten wir gerade schlafen? Nee, wir sind well rested, also... oder wollten wir Rest und Heal machen? Zu Hilfe. Ich kann es ja nochmal mit ein bisschen Rest und Heal versuchen. So, dann benutze ich den Wald nochmal ganz kurz. Eventuell um ein Feuerzeug, um ein Feuerchen zu machen, aber das geht ja nicht. So, und Rest und Heal. Okay, Rest und Heal, dann machen wir das hier auf der Wiese. Wir sind ja nicht allzu anspruchsvoll. Können wir das nochmal machen? Rest und Heal. Und der Enfield Horror. Gut, dem wollte ich jetzt natürlich nicht begegnen. Ja. Gut, ich werde erstmal ganz in Ruhe praktisch mein ganzes Zeug hier. Wir haben übrigens wieder 4 Moves. Das ist sehr schön. Die Blasen nehmen uns leider einen weg. Aber dadurch, dass wir diesen Eagle Eye Skill haben. Ach Quatsch, Eagle Eye, was sage ich denn? Welche Skills haben wir überhaupt? Athletic Skill, haben wir eigentlich einen mehr. Und der wird uns dann einfach wieder abgezogen. Das heißt, uns geht es wie jemand, der gar keinen Athletic Skill hat. Aber wir haben auch halt keine allzu direkten Nachteile dadurch. Gut, jetzt muss ich erstmal wieder ein kleines bisschen Reverse Crafting machen. Ach. So, ich sagte Reverse Crafting. So, wo ist die Lärmfalle? Die muss ich auch noch ein kleines bisschen Reverse craften. Gut, und jetzt kann man die Teile hier natürlich auch wieder vergessen. Das kommt da rein. Das da oben. Oder ich glaube, wir hatten... Genau, so war das geregelt. Oder so ähnlich. Soll ich die Schnur noch mitnehmen? Ach, ich werde es einfach mal machen. So, habe jetzt keinen Bock, mich damit aufzuhalten. Die Blasen an den Füßen, ja, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Gut, lieber Enfield Horror. Dann werde ich mich mal ein kleines bisschen wieder weiter bewegen. Was? Oh nein! Poison Stage 2! Diarrhö! Oh, und unglaubliche Magenschmerzen. Diarrhö. Tja, das ist natürlich nicht so gut. Wir haben jetzt auch nicht allzu viele... Oh Gott. Unsere Medizin ist natürlich nicht so toll. Ach, das kommt natürlich... das kommt von dem Pilz, den wir gegessen haben vor einer Session. Das heißt, ja, was kann ich denn da machen? Allzu viel kann ich da gar nicht machen. Ich kann höchstens was essen. Durstig bin ich. Ach, ich bin so durstig. Gut, ich werde mal... in der Shack im Forest gibt es wahrscheinlich auch wieder nichts zu essen. Völlig klar. Whisky, das ist natürlich cool. Ist das auch Whisky? Dann nehme ich den auf jeden Fall mit. Der ist super wichtig. Empty out, vielleicht ist das ja... Ach, sterilisiertes Wasser sogar. Werde ich gleich mal benutzen, um zu trinken. Ah, Diarrhö. Minor Pain. Gibt mir auch wieder einen Bewegungspunkt, den wir hier verlieren. Ein Bewegungspunkt weniger.
Komm, du schaffst das. Vielleicht funktioniert das ja, wenn wir noch ein paar Giftpilze und ein paar Giftbeeren essen. Ach, ich ärgere mich darüber, dass wir so leichtsinnig unser Leben aufs Spiel gesetzt haben jetzt. Na gut. Kommt halt vor, ne? Empty out. Das ist auch normales Wasser. Ja, soll ich jetzt. Ich glaube, das ist sogar noch sterilisiert. Ja, dann benutzen wir das, um wieder den Durst ein kleines bisschen zu verlieren. Das hier eventuell auch gleich. Mit dem Whisky können wir übrigens su super unsere Wunden behandeln. Poisoned, ja. Zweite. Ach Mann. Eigentlich müssten wir jetzt auch uns gut ausruhen, praktisch. Über eine längere Zeit hinweg. Aber darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Was wir allerdings nochmal machen können, ist das ganze Wasser mitnehmen, was hier rumliegt. Am Ende ärgern wir uns, dass wir dann gar kein Wasser haben, wenn wir dann irgendwo stranden, wo es gerade keinen Wald oder keine Ressourcen gibt. Deswegen nehme ich es mit, dann können wir es wenigstens immer noch abkochen. So, Zug beenden. Ich hoffe, ich krepiere jetzt nicht. Ach, und eine Infektion. Gut, Yakinato der Weise ist gezwungen, sich hier zu verstecken. Also erstmal werde ich scavengen. Mich wirklich nochmal auf Vordermann bringen. Da muss ich mir hier wirklich ein kleines Lagerchen einrichten. So, die Berries, die werde ich gleich mal essen. Nein, die werde ich nicht essen. Eventuell könnte auch helfen, Tannintee zu trinken, oder? Geschwächtes Immunsystem. Och Leute. Na gut, okay. Ich werde ganz professionell mein Lager aufbauen. Wir haben sogar noch zwei Bewegungspunkte. Das müsste also reichen. So, confirm. Dann würde ich sagen, Feuer ist auch wichtig. Na, komm schon. Ja, ist egal. Eventuell hier noch ein bisschen dreckige Bandagen oder so. Dann können wir hier ein schönes Feuer machen. Clear. Und die Lärmfalle. Wo sind meine Batterien? Die patentierten. Und wahrscheinlich noch kleine Schnur oder so. Yep, kleine Schnur. Soll es sein. Gut, dann bin ich schon mal im Wald. Sehr schön. Dann kommt die Tarp da rein. Der Shelter das da rein und das da rein. Und jetzt heißt es Rest und Heal für den Yakinator. Ja, ich bin easier to spot. Und mein Three Dog Moon T-Shirt ist auseinandergefallen. Das heißt, die ganzen Vorteile in Bezug auf Gegner abschrecken, die haben wir jetzt nicht mehr. Geht's mir wenigstens ein kleines bisschen besser jetzt? Oh, nicht wirklich. Gut. Well rested sind wir auf jeden Fall. Allerdings auch wirklich ziemlich well sick. Und ich versuch's einfach nochmal. Wie gesagt, wenn wir jetzt keine Medikamente haben, dann wird uns sowieso nichts helfen. Jetzt bin ich durstig. Tja. Oh, ist mir etwa. Natürlich, das Lagerfeuer ist mir wieder weggebrannt. Einen Move haben wir. Ich versuche mit diesem einen Move jetzt ein kleines Lagerfeuer herzustellen. Erstens. Und dann so viel Wasser abzukochen wie möglich. Dafür müssen wir allerdings erstmal wieder die Lärmfalle reverse craften. Das Wasser ebenso und das auch. Achso, die Clean Racks, die packe ich mal weg. Die nerven jetzt nur. Meine Güte, hoffentlich überleben wir das. Ja, drei Wasser können wir uns nur machen. Und danach reichen die Züge schon nicht mehr aus. Oh, vier Wasser sogar. Sehr schön. Also das alles wieder rüber. Und das Wasser trinke ich. Denn es ist auch ziemlich wichtig praktisch, dass man sein Durstlevel gut aufrechterhält. Okay, jetzt ist die Lärmfalle, haben wir jetzt leider nicht mehr. Ich werde trotzdem nochmal resten und healen.
In der nächsten Runde wollte ich mich eigentlich verstecken. Ach, jetzt wollte ich es gerade sagen. Tja, was mache ich jetzt? Ich könnte suchen. Wahrscheinlich wird sich das blöde Vieh an mich rangeschlichen haben. Und wir sind gerade noch mal so dran vorbeigekommen. Das Ding ist irgendwie, hat er jetzt auch moderate Hypothermie? Oh Mann. Es ist alles nicht so einfach. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal ein Lagerfeuer zusammenbasteln müssen. Das bleibt gar nicht aus. So. Aufgewärmt. Ich versuche mich noch mal zu verstecken. Und vermache noch mal Rest und Heal. Achso, Quatsch, geht ja gar nicht. So, Rest und Heal. Und bis die Wunden geheilt sind. Und da ist der Enfield Horror wieder. Ich hoffe, uns geht es jetzt ein kleines bisschen besser. Nicht wirklich. Okay, Leute. Es geht uns nicht wirklich besser. Wir haben unser Lager zwar aufgeschlagen, aber werden hier von irgendwelchen fiesen Kreaturen überrascht die ganze Zeit. Tja, und dementsprechend müssen wir dann sehen, wie es in der nächsten Session weitergeht. Es hat mir Spaß gemacht, hier zu spielen, und ich hoffe, es hat euch gefreut, hier zuzugucken. Ach, was war das denn eben? Wie gesagt, schaut einfach mal vorbei auf Yakinators LP-Oase. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sage ich, also der Yakinator. Meine Güte, diese Verabschiedungsformel, das wird immer schwieriger. Von Folge zu Folge und immer packe ich mehr rein und es wird immer holpriger. Na egal, also wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.